Ihr habt Interesse an diesem Umbau, Truma von Gas auf Diesel umzurüsten. Ihr wollt wissen, was der Vorteil der neuen Truma D4 oder D6 ist. Dann bleibt dran, nach dem Intro geht's sofort los. Hallo und herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dinkelsbühl bei uns auf dem Kanal. Was machen wir heute mit dem wunderschönen Fahrzeug? Ich nehme euch mit, wir bauen hier die neue Truma D6 ein. Was heißt neu? Was ist der Vorteil? Warum machen wir das Ganze überhaupt? Das Fahrzeug war ausgestattet mit einer Gas-Truma. Es gibt natürlich immer mehr Kollegen oder beziehungsweise Wohnmobilisten, die auf die Dieselvariante umsteigen möchten. Nicht nur bedingt durch die aktuelle Situation, dass Gas knapp wird und weiß der Teufel was, sondern eben auch ganz einfach aus dem Grund, weil ich eine wesentliche Autarkie gewinne. Warum gewinne ich die? Ich selber bin Skandinavien-Freund, war schon öfter mal in Schweden unterwegs. Und gerade in der skandinavischen Ecke ist es unheimlich schwierig, passende Gasflaschen zu bekommen bzw. Gasfüllstationen zu finden. Ich spreche nicht von LPG-Gas, ich spreche von den ganz normalen Gasflaschen. Und das ist gar nicht so einfach. Also da muss man teilweise Umwege in Kauf nehmen oder seine Reiseplanung schon extremst danach stricken. Und dann haben wir natürlich den Nachteil, wenn man Skandinavien auch noch in der Winterzeit genießen will, dann müssen wir unser Auto natürlich permanent heizen, allein schon durch Frostwächter und so weiter. Und auch hier haben wir wieder die Schwierigkeit, das kostet richtig Energie. Also das viel Gas meine ich damit. Und ich bin eigentlich alle 2-3 Tage spätestens am Gasflaschen tauschen. Und möchte ich das? Ist ein Aufwand, ist schwierig zu bekommen. Und da ist natürlich so eine Dieselvariante schon echt ein echter Bringer, weil Diesel kriege ich überall an jeder Station. Diesel hat jede Tankstelle für mich auf der ganzen Welt. Egal ob in Marokko, ob in Südspanien oder eben in Kanada oder Skandinavien oder irgendwo. Und das ist der entscheidende Vorteil, dass ich dadurch natürlich eine wahnsinnige Autarkie gewinne, weil ich ohne Probleme ein bisschen nachtanken 100 Liter, 80 Liter dementsprechend immer an Bord habe und somit heizen kann und warm Wasser machen kann. So, jetzt war die alte Truma-Heizung so ein bisschen verrufen, weil stinkt und wobei ich der Meinung bin, nein, sie stinkt jetzt nicht wirklich, wenn man sie pfleglich behandelt. Aber war natürlich auch extra Höhenkit musste verbaut werden und. Und jetzt möchte ich euch einfach mal die Vorteile von der neuen Truma darlegen, weil sie hat natürlich schon eine extremst Weiterentwicklung hinter sich. Und jetzt aktuell gibt es eben eine D4, eine D4, also eine D4E, eine D6 und eine D6E. Und die jetzige Truma-Heizung, die Dieselheizung, die Variante haben sie insofern verändert, dass sie mehr Leistungsstufen hat, hat den geschmeidigen Vorteil, dass sie nicht nur mit 2 Leistungsstufen arbeitet, sondern mit mehreren Leistungsstufen und so nicht immer am Limit ist, hat auch den Vorteil, dass sie somit eine automatische Freibrennung integriert hat. Also man muss diese Heizung nicht mehr wie früher immer wieder separat freibrennen. Riesenvorteil. Der nächste große Vorteil ist, dass sie dadurch, durch die ganze mehr Leistungsstufen und so weiter, wesentlich effizienter ist. Sprich, sie braucht, Fakt, wesentlich weniger, Entschuldigung, wesentlich weniger Sprit. Sie verbraucht wesentlich weniger Diesel und ist dadurch wesentlich effizienter. Auch braucht sie weniger Strom.
durch die Leistungsstufen oder durch die Mehrleistungsstufen. Also auch da ist sie wesentlich effizienter geworden. Dann gehen wir noch weiter. Sie hat einen integrierten Höhenkit. Auch das ist eine richtig geile Sache, denn da ist jetzt ein Höhensensor drin und ändert somit das Diesel-Luftgemisch automatisch, passt sich das immer der automatischen Höhe an. Und das gewährleistet natürlich wieder eine viel bessere Verbrennung. Und auch da ist die Heizung echt vorteilhafter geworden wie gegenüber der alten. Und dann gibt es noch zwei, drei Features mehr, wie zum Beispiel bei der alten Heizung mussten wir immer den großen Ausschnitt ändern. Jetzt passt der Originalauspuff, weil der ist weiterhin rund. Es hat sich nichts verändert. Optik bleibt genau gleich. Also man sieht jetzt auch nicht mehr, hoppla, da ist eine Dieselheizung drin, weil ich muss diesen großen Kasten immer verbauen. Es reicht dieser kleine Auspuff hier, wie auch bei der Gasheizung. Auch da spare ich mir den Ausschnitt. Ich muss keinen Blechausschnitt oder Wohnmobilausschnitt mehr machen. Das Ding einpassen, was manchmal ein bisschen tricky war. Auch das fällt weg und muss ich nicht mehr leisten. Also ihr seht schon, es hat sich jede Menge getan. Und bevor ich mich jetzt hier gar verplappel, gehen wir einfach mal ran ans Einbauen und ich erkläre euch da immer wieder dazwischen drin, wie es geht und was Sache ist. So, hier haben wir jetzt die alte Truma und die bauen wir jetzt aus. Den Gasanschluss haben wir schon weggemacht, da unten muss man die Befestigungsschrauben noch lösen. Hier haben wir den Auspuff weggebaut, der nach außen geht, auch der ist schon mal weg. Dann haben wir hier hinten noch Befestigungsschrauben, da ist es ein bisschen schlecht hinzukommen, da kommen wir von der Toilettenklappe hin. Auch da müssen wir nur gucken, dass wir den sauber loskriegen. Und dann haben wir hier vorne noch welche und dann muss das ganze Ding vorsichtig rausgehoben werden. Und dass wir dann natürlich die neue Truma wieder an derselben Stelle einsetzen. Jetzt sehen wir den Platz, wo die alte Truma gesessen war. Wir haben alles entfernt und den Platz vorbereitet, damit wir die neue wieder einsetzen können. Ja, so schaut das Ganze aus, wenn jetzt die neue Truma schon verbaut ist. Ihr seht, dass man eigentlich nichts sieht, außer dass die neue Truma genauso ausschaut wie im Prinzip die alte Truma. Da ändert sich technisch rein gar nichts, nur eins. Ich glaube, ihr seht es, dass hier jetzt meine Spritleitung hängt, die hier jetzt noch angeschlossen werden muss. Wasserversorgung ist wieder dran, Frostwächter bleibt alles gleich, das ändert sich nichts, auch die Stromversorgungen sind alle gleich. Nur eben der Auspuff da hinten hat sich verändert. Ihr seht, der ist rund, er ist nicht mehr der eckige Kasten. Das ist im Prinzip das Einzige, was sich grob verändert hat. Also, man nimmt die alte Heizung raus, macht die Energieversorgungsthematik, das heißt einmal hier muss ein Kabel an die Benzinpumpe dann nach unten geführt werden, dann muss hier einmal die Spritleitung nach unten geführt werden und dann kann es im Prinzip schon wieder mit dem Einbau losgehen. Dann setzt man die neue Heizung rein, das haben wir jetzt in dem Fall schon hinter uns. Ja, und alles ist im Prinzip schon fast fertig. Dann müssen wir jetzt unter das Auto gehen und müssen unterm Auto die Dieselpumpe und dann die Spritleitung dementsprechend noch verlegen, um an dem Tankgeber noch ranzukommen, also sprich an dem Dieseltank. Da kommen wir dann noch dazu. So, und genau hier müssen wir jetzt rein, um an den Tankgeber zu kommen. Das heißt, wir montieren jetzt die Platte einfach weg und müssen dann den Ring, den ganzen Verschluss da drin öffnen und vorsichtig den Tankgeber rausholen. Und damit fangen wir jetzt mal als nächstes an. Nun öffnen wir den Deckel, lösen alle Schrauben und machen die ganzen Spritleitungen, Entlüfter und alles, was da so ist, auch Stromstecker, weg vom Tankentnehmer, also von dem ganzen Tankgeber. Öffnen oben den Ring mittels eines Werkzeuges, vorher mit dem Stift markiert. Und jetzt heben wir das Ganze vorsichtig raus, um dass wir dann unseren neuen Tankentnehmer platzieren können für die Dieselheizung. So, jetzt haben wir alles wieder eingesetzt. Wie man den Tankentnehmer einbaut, habe ich euch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Das werde ich euch verlinken.
Wir haben jetzt alles wieder drin, alles wieder angeschlossen, alles wieder fest. Die Kabel sind fest, die Leitungen sind fix. Hier haben wir unseren Abnehmer und jetzt gehen wir unter das Auto und ziehen uns die Dieselleitung direkt hierher, um dass wir später dann unten noch die Dieselpumpe befestigen und dann, ja, fangen wir an, das Ding in Betrieb zu nehmen. Jetzt von oben eine Einziehhilfe durchgezogen, damit wir hier den Weg gleich haben. Daran befestigen wir jetzt einfach die Dieselleitung, ziehen sie nach oben und suchen uns dann entsprechend den Weg nach oben rein und zwischendrin kappen wir die kurz und montieren jetzt unsere Dieselpumpe. Ja, jetzt müssen wir unsere Dieselleitung durchziehen. Ich habe schon Einziehhilfe von oben vom Tankentnehmer durchgefädelt. Jetzt befestigen wir einfach die Dieselleitung an der Durchziehhilfe. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Und dann ziehen wir die vorsichtig nach oben wieder durch. Der Sinn der ganzen Geschichte, muss man natürlich aufpassen, ist, dass man nirgends am Auspuff rankommt, an scharfen Gegenständen und so weiter. Da muss man dann auch später, machen wir noch Wellrohr drüber, damit es halt wirklich safe ist, weil schließlich ist es eine Spritleitung und da muss man schon aufpassen, was man macht und wie man die dann auch anständig und sauber verlegt. Also, jetzt haben wir das Ganze schön isoliert. Jetzt gehe ich nach innen ins Fahrzeug rein und dann ziehe ich eben ganz vorsichtig die Spritleitung durch. Ist keine schwierige Sache, aber natürlich alles mit ein bisschen Gefühl. Merkt man an der Leichtgängigkeit, damit halt dementsprechend nirgends hängen bleibt und sauber die Spritleitung komplett durchgefädelt wird. Und dann können wir sauber sortieren, wo sie rangeht und Wellrohr drüber und schon sind wir da dann auch wieder durch. So, und jetzt suchen wir uns einen geeigneten, Platz für die Dieselheizung. Das ist die Dieselheizung. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt das durchgezogen und die kommt jetzt rein theoretisch da dazwischen. Immer ganz wichtig, was zu beachten ist, ist natürlich die Pumprichtung. In dem Fall immer Richtung Stecker, geht Richtung Truma. Also in diese Richtung. Hier ist die Tankseite, hier ist die Truma-Seite. Hier haben wir dann noch den Halter dafür, den man dann entsprechend hier drüber stülpt und dann eine entsprechende Befestigung unterm Auto und suchen, wo wir das Ganze festmachen. Und das ist jetzt der nächste Punkt, der es gilt abzuarbeiten. Ja, das ist natürlich immer ein wenig Gefummel. Da muss man unten entlang kriechen, da muss man gucken, wo man es genau festmacht, dann sauber durchschrauben. Das ist immer ein wenig tricky unterm Auto, aber ihr seht, auch der Chef selber liegt nur unterm Auto und schraubt. Macht auch immer wieder Spaß und jetzt befestigen wir die Dieselpumpe anständig und dann können wir schon fast die Heizung in Betrieb nehmen, dann fällt nicht mehr allzu viel. So, vom Grundsatz her haben wir jetzt alle Arbeiten abgeschlossen. Wir haben den Tankentnehmer eingebaut, wir haben unten die Elektrik angeschlossen, wir haben die Dieselleitung verlegt und angeschlossen, auch an der Truma alles angeschlossen, alles dran, die Elektrik ist alles dran. Jetzt geht es darum, dass wir das Ganze in Betrieb nehmen. Das dauert natürlich ein bisschen, weil wir haben jetzt in der Dieselleitung etwas Luft drin. Ich saug da schon immer ein bisschen dran, aber du kriegst die nie ganz voll. Das ist ein bisschen ein Act. Somit werden wir jetzt 2-3 Versuche brauchen, bis die Thematik richtig läuft. Und da gehen wir jetzt als nächstes ran, die ganze Chose in Betrieb zu nehmen. Und erst dann machen wir alle Löcher dicht, machen sauber, schmieren alles ab, damit wir auch keine Fehler drin haben und damit alles dann passt. Ja, also ich würde sagen, wir starten jetzt die ganze Chose mal und versuchen uns daran, das Ding ins Laufen zu bringen. So, wir haben jetzt die Heizung befüllt, wir haben jetzt die Heizung an, wir hören auch schon, wie sie rauscht. Wir müssen die einmalig beim Erststart die Befüllung bestätigen mit 30 Grad. Also das heißt, wir müssen die einmal hochjubeln. Hier mit der Einstellung auf 30 Grad.
So, jetzt haben wir auch schon die Dieselpumpe, die fleißig pumpt. Und jetzt müssen wir halt einmal warten, bis ein paar Mal der Startversuch funktioniert, dass auch wirklich Diesel ankommt. Und das wollen wir jetzt testen. So, hier läuft die Dieselheizung. Ihr seht jetzt da hinten die Lichter brennen. Ups, hier. Also es ist alles am Laufen. Die Dieselheizung ist jetzt noch, jawohl, das Klackern wird jetzt leiser von der Dieselpumpe. Das bedeutet, die füllt sich. Jetzt gucken wir mal, es kann nicht mehr lang dauern. Und dann geht es auch schon los. Ja, jetzt hören wir eindeutig, sie brennt. Sie heizt auf, es läuft. Operation gelungen, Patient lebt. Und wir machen jetzt eine Freibrennaktion. Das heißt, ich lasse die immer erst einmal einbrennen. Dabei räume ich hier mal auf und lasse die Heizung einfach mal ein, zwei Stunden auf 100% laufen, damit die sich richtig verausgaben kann und mal richtig Gas geben kann. Ja, wir sind fertig. Die Truma läuft. Wir haben sie in Betrieb genommen. Ich werde jetzt das Fahrzeug nach außen fahren, mache ich aber morgen früh, damit ich auch wirklich immer dabei bleiben kann. Dann wird das Ganze noch freigebrannt, Auto geprüft, nochmal Endreinigung gemacht und dann ist die Thematik fertig. Somit ist die Umrüstung von Truma Gas auf Truma Diesel vollzogen. Ich finde es eine geile Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist eine tolle Erweiterung in die Autarkie. Auch ich habe das bei meinem Fahrzeug gemacht und ich muss sagen, ich bin mega, mega zufrieden mit meiner Dieselheizung. Ich habe allerdings nur die alte drin, aber macht nichts. Die neue hier ist natürlich noch ein Ticken besser. Ich habe es eingangs schon erwähnt, mehrere Leistungsstufen, brennt sich automatisch frei, einen integrierten Höhekit. Also da ist schon jede Menge dazugekommen an Features, was die Heizung sehr attraktiv macht. Ob sich jetzt natürlich wieder die Umrüstung rechnet, lohnt, das entscheidet ihr für euch. Der eine sagt, ist mir zu teuer, ich möchte auch hier gar keine Diskussionen aufbringen oder aufblühen lassen. Denn die Preissituation und wem was wert ist, entscheidet jeder für sich selber. Es gibt Menschen, die trinken eine Flasche Rotwein für 5.000 Euro und es gibt Menschen, die trinken eine Flasche Rotwein für 20 Euro. Und beides ist sehr gut und beides ist gerechtfertigt. Somit obliegt jedem selbst die Entscheidung, sowas umzubauen, umzurüsten oder zu tun. Ich von meiner Seite kann sagen, ich finde es klasse. Das Thema haben wir schon ein paar Mal hinter uns und umgesetzt. Die Menschen sind alle sehr zufrieden und sehr glücklich damit, die das umrüsten. Und auch ich von meinem Fahrzeug her finde ich das richtig klasse und ist echt eine tolle Geschichte. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt dieses Videos. Ich hoffe, es war in eurem Sinn. Ich hoffe, es war für euch auch ein bisschen aufschlussreich, hat euch gut gefallen. Auch gern eure Kommentare, wie immer, in Sachen Dieselheizung. Wie seid ihr zufrieden, wenn ihr welche habt? Ich bin sehr zufrieden mit meiner und ich kann nur immer wieder sagen, mir wäre es der Umbau jederzeit wert. Ich sage ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich total, genauso wie über ein Abo. Und wenn ihr ganz verrückt seid, drückt ihr nur die Klingel, weil dann verpasst ihr nichts mehr von meinem Schlunz, was ich hier erzähle. Und ich kann euch weiter wunderbare Einbauten und Techniken zeigen und Dinge und Neuigkeiten immer wieder näher bringen. Und dafür sage ich auch schon mal ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bleibt mal gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Also, ciao, ciao. Euer Micha.